Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mit am Start. John Banks, Tati, Barisch. Wir haben gerade saftig gegessen. Check das Video gerne ab. Wobei, das Video kommt wahrscheinlich erst danach. Jetzt gibt's Nachspeise, Alter. Ja. Greif mal in meinen Beutel. Hä, was willst du? Alter, voll. Greif mal in meinen Beutel. Die Jokolade, Mann. Greif mal in den Beutel. Ich glaub, die Jokolade. Prediction, ich glaube, die wird auch geil. Ganz ehrlich. So wie ich mir den vorstelle, Joko. Ja. Also vier Stück hat er raus. Prediction. Er meint, es wird gut. Ja, sehr gut. Er hat da ein Bild gemacht. Also ich kann sagen, alles, was wir bisher probiert haben, ohne Zweifel, Brate, krass. Pizza, auch gut. Ja. AZ-Döner, krass. Ja. Podolski-Döner, krass. Ja. Was haben wir hier noch probiert? Ungereispfanne, krass. Also warum dementsprechend, Würze, oder? Dementsprechend, Joko enttäuscht uns nicht. Koro natürlich. Koro. All-Time-High. Wir haben Nummer 1, lies mal vor. Weiße Schokolade. Oh, jetzt bin ich. Aber, setz dich hin. Hier, weiße Schokolade. Ja, Mann. Lass mal da hingehen, oder? Jetzt geht's ums Essen, oder? Sagt, und zwar mit karamellisierten Haselnüssen, okay, ciao, Coffee Biscuits und Baiser. Was, okay, was ist Baiser, Freunde? Kennst du nicht? Was ist Baiser? Ne? Baiser ist geschlagenes. Richtig arrogant, was sollte das sein? Also Baiser ist normalerweise geschlagenes Eiweiß, was getrocknet wird. Okay, krass, wusste ich echt nicht. Sollen wir aufmachen? Ja. Aber es klingt schon krass. Zeig doch mal die Verpackung. Das ist Fair Trade, Mann. Ja, ich wusste es. Der hat komplett. Ja, der macht. Hat er so eine Schwäche für Schokolade oder so? Oder wie kann ich das? Hier, Joko 150 Gramm. Ja. Hier unterschrift. Jokolade, was sich wie ein witziges Wortspiel anhört, ist in Wirklichkeit ein ernstes und mir sehr wichtiges Unterfangen. Denn selbst in diesem Jahr wird Kakao in Westafrika noch größtenteils unter unwürdigen Bedingungen produziert. Ja. Unwürdig bedeutet moderne Sklaverei und Kinderarbeit. Ja, ja, richtig gelesen. Mit Jokolade will ich gemeinsam mit dir einen Teil dazu beitragen, dass das aufhört. Aus diesem Grund habe ich nichts dem Zufall überlassen und bin stolzer Partner der Tony's Open Chain, einer der transparentesten, transparent immer gut, Arten Kakao zu handeln. Die genauen Hintergründe findest du auf jokolade.de. Und wenn du es unterstützen willst, erzähl es weiter. Oh mein Gott, ich habe gerade von hier oben bis hier runter Gänsehaut bekommen. Nur wie cool ist das? Ja, Mann, was soll man dazu sagen, Alter? Der Herzensangelegenheit, wie er sagt, ich schwöre, ich glaube ihm das. Ja, ich auch. Ja, mega geil. Also, die Verpackung. Alle vier haben 11 irgendwas gekostet, also fast 12 Euro. Also schon ein Ding. Verpackung, das ist ja Ding, Alter. Ja, merkst du das? Papier, Alter. Ja, aber was da? Ja, halt Aluminium kannst du immer recyceln. Aber Folie, wenn man das trennt, ist immer gut. Ja, besser als Plastik, oder? Plastik kannst du machen. Plastik ist eine Katastrophe, ohne Scheiß. Ja. Ich habe vier Schokoladen zum Testen, Mann. Ja, ich bin aber allergisch gegen Hoffnung. Ist einfach ruhig. Ist nicht, wenn du allergisch bist. Ich tue mal. Ich bin am Ton. Was war das? Geiler Text, der hat mich echt direkt mitgenommen. Karamellisierte Haselnüsse. Ist lecker. Weißer. Ist. Weiße Schokolade ist schwierig. Die ist so sehr dominant einfach. Und du schmeckst von anderen Sachen wie viel. Ja. Das ist ja. Also, das Gute an weißer Schokolade ist schon mal. Also, ich esse nur Schweizer Schokolade eigentlich, wenn ich esse. Die ist schon mal nicht so süß wie die normalen. Es war nicht übersüß, ja. Nein, es war nicht so krass. Aber das, aber ich muss sagen, man merkt schon ein bisschen raus. Ja, aber du schmeckst halt vielleicht noch die Nüsse. Ja. Aber zum Beispiel, da steht der Coffee Biscuit, also Kaffee. Kaum, eigentlich gar nicht. Baiser ist halt, ja, wie gesagt, es ist halt. Also, es ist so. Das kann man halt sehen, wahrscheinlich ist es das Weiße hier, denke ich mal. Ja, hier ist das ein weißer Punkt. Das dürfte das Baiser sein, wahrscheinlich. Also, meine Zunge ist nicht trainiert genug. Ich habe einfach nur weiße Schokolade geschmeckt. Ja. Ich halt nur weiße Schokolade und Haselnüsse. Karamell schmeckst du auch schon mal. Ja, ja, aber der, minimal. Bei der, halt, ja, bei der, aber die weiße Schokolade ist halt einfach zu dominant halt. Ist halt so. Für die Kinder. Ja. Ja, es klingt jetzt nur negativ. Es ist ein schönes Stück leckere Schokolade, muss man sagen. Ja, ja. Wir haben halt mit. Ich bin gar kein Fan von weißer Schokolade eigentlich. Aber die ist schon lecker, ja. Das ist die nächste, oder wie? Ja, das ist die hier. Lies mal vor. Das ist Nummer 3, man macht Nummer 2. Achso. Wir hätten mit Milchschokolade anfangen müssen. Wir gehen nach der Reihenfolge. Wir gehen nach der Nummer, das Zahlen. Die haben Namen. Wieso haben die Nummern?
Ja, weil die so. Weil das so genannt hat. Wir machen mal Dinger. Ja, welche? Oh mein Gott, ich bin krass, lies noch vor. Jetzt haben wir die Milchschokolade mit Banane, Karamell und Biscuits, ja. Okay, das kann ich essen. Okay, das geht echt, dass man da bin ich dabei. Man. Bist du nicht allergisch gegen irgendwas davon? Nein, ja, klar, nein. Die Banane wahrscheinlich. Das muss ich echt schlimm, deswegen habe ich ganz wenig gegessen. Jetzt komplett verkackt. Okay, okay. Noch nicht verkackt. Okay, was ist das? Sag mal die Kamera, bitte. Sag mal die Kamera. Er soll noch einfach bitte auf. Ah, das ist echt komplett Katastrophe. Ich so, ich mache einfach in der Mitte auf, passt schon, oder? Also ich breche auch in der Mitte gleich ab, Mann. Scheiße. Wie willst du wieder einpacken, wenn du alles... Ja, ich hab's echt. So alles gut, Mann, alles gut. Ja, gib's lieber weiter hier. Ja, gib mal da weiter. Wer will nur die Hälfte? Ja, ich will. Dann, ich will. Ja, ich bin zu. Ja, oh mein Gott. Ja, jetzt übertreib's nicht wieder. Der Hype auf dem Dienst, ja. Boah, die schon, die finde ich richtig geil. Was ist voll Milchschokolade? Mhm. Milchschokolade. Milchschokolade. Nicht. Milchschokolade. Aber die geht schon in Richtung Herd, Mann. Ja, mhm. Mann, richtig zart. Aber nicht zu, also schon sehr. Also da schmecke ich zum Beispiel schon die Banane. Ja, da schmeckt man die Banane. Alter, die aber voll schön angenehm. Und auch dieser Biscuit, also dieser Teig. Ja, ich spüre gar keine Banane drauf. Was? Was? Doch schon. Nein. Digga, du hast doch die Gott-Tank. Meine Hand anscheinend nicht, oder? Verloren, Mann. Karamell-Biscuit. Sag mir nicht, du schmeckst ja nicht Banane drauf. Doch, voll. Sehr lecker. Ja, das ist... Und vielleicht hast du Pech. Aber die Schokolade ist ja... Die Schokolade ist Ding, echt krass, Mann. Dieses Ding gibt sogar ein bisschen so... Konsistenz. Ja, ja, das gibt das ist echt krass, Mann. Also der Aufdruck... Ja. Den schmeckt man auch dann. Die Schokolade ist echt gut, Mann. Die ist wirklich, also so geschmacklich, weißt du, sehr geschmacklich. Gute Schokolade. Scheiße, schmeckst du raus, Mann. Du hast deine Kopfhörer verloren. Ich so, schmeckst ja. Sandwich, Döner und dann. Nein, oh mein Gott, er hat Corona. Er schmeckt oh nichts mehr. Oh Gott. Oh, das CC ist back on. Die Wimpern dazu. CCC, Dreier CC. Oh mein Gott. So. Okay, jetzt können wir Nummer 3 machen. Jetzt werden die Banane raus. Nummer 3. Aber auch nur. Weiß Banane so richtig. Auch rein. Milchschokolade und mit Coffee Biscuit und Toffee. Toffee, Alter. Toffee zu krass, Mann. Nein, nein, es ist dieses Coffee Biscuit, glaube ich. Es ist gar nicht, glaube ich, das Kaffee, was wir denken. Ich dachte aber Kaffee auch. Nein, sondern das Biscuit, was man immer zu Coffee kriegt. Sind immer so mega steinhart. Ich glaube, das ist gemein. Kaffee schmeckt sogar raus. Ja, ist halt echt krass. Ich glaube, dass die Geschmäcker, ja, die werden, das ist natürlich, ja, und nicht so wie es bei anderen Sachen, die nochmal zusätzlich nochmal, weißt du, so, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, isst so Erdbeer, weiße Schokolade mit die Erdbeer. Bomben mit Zucker voll. Ja, und auch mit Geschmacksverstärkern oder mit Geschmäckern, keine Ahnung. Nee, nicht sehr natürlich. Schokolade. Nein, nicht Geschmack. Ja, zum Beispiel jetzt, wenn irgendwas mit Erdbeer ist, zum Beispiel, dass da Erdbeer irgendwas. Aroma, ja, ja. Das ist bei dem safe nicht. Das ist wirklich alles sehr natürlich, weil du es auch dezent schmeckst und nicht überschmeckst. Ja, du hast wirklich die Schokolade im Vordergrund und dann noch ganz leicht die Geschmäcker und wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Okay, schau Nummer 4, wie krass das klingt. Mit Birne, Brownie, karamellisierten Mandeln. Das ist das Krasseste, was klingt. Vom Namen her auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre Endgegner jetzt. Aber Biene rauszuschmecken ist sehr schwierig. Kommt aber. Deswegen, also. Hat da getrocknete echte Bananenstücke und so reingetan. Ich glaube, das sind auch echte Bienenstücke und so. Kommt das sein? Ja, klar. Das ist ja der Geschmack einfach. Achso, und das ist natürlich dunkle Schokolade. Also das ist jetzt noch. Perfekt, weil ich schon was gefragt habe. Weiß ich nicht. Ich bin kein Fan von dunkler Schokolade, also von Zartbitter. Der ist eigentlich immer nur Zartbitter. Boah, das riecht ja krank. Ich will das nicht, Mann. Voll intensiv. Ich hab gerade nur Papier gerochen. Riech mal dran, voll intensiv. Ja. Also, wir schmecken auf jeden Fall. Also, das ist safe eine krasse Schokolade, oder? Ja. Mhm. Wow.
Mhm. Aber die Birne kommt jetzt echt, oder? Schmeckst du Birne? Ja, aber eher schon. Ich bin gerade nicht so gut irgendwie. Also ich schmecke die Birne mehr als die Banane, ganz ehrlich. Ja. Birne schmeckt die echt. Brownie und kann ich mit dem Mandeln, ja. Na, das habe ich gar nicht. Ja, ich schmeck dir noch Brownie raus. Schmeckt doch nur Birne. Schmeckt doch echt stark nach. Ich schmeck voll. Ich schmeck voll Birne. Ist ein Schild Brownie Schoko. Vielleicht liegt es an den Stellen. Ja. Dass manche Stellen stärker. Oh mein Gott, bei meinem war es echt krass. Ich hatte gar keine Birne drin. Ja, ich hatte auch nichts drin. Ja, vielleicht deswegen. Weil das vielleicht muss man immer einen ganzen Balken essen. Oh, yes. Einen ganzen Joko. Einen ganzen Jokoladenbalken, Leute. Also ich schmeck die Birne auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr lecker. Und war jetzt Mandel. Jetzt hatte ich Mandel. Okay, jede, immer noch. Jetzt habe ich alles. Boah. Aber die ist sehr herb, ja? Ich finde die. Die ist Number One für mich. Number One. Number One Nummer 4. Das ist doch richtig geiler Schokoladen-Kakao-Geschmack. Ja, ja, ja. Das ist pure geile Schokolade, oder? Ohne nichts anderes, Mann. Oh, geile Schokolade. Und gekauft von Joko. Shit. Ja. Irgendwann muss mal ein Influencer kommen, der was Schlechtes macht. Aber bisher jeder. Wechseln wir jetzt. Ja, Mann. Krass, gell? Echt? Der ist krass. Die kommt so, einfach so, kommt sie. Also das hat, glaube ich, echt mit den Stellen zu tun. Ja. Wo man oh mein, die ist hier mit oder Abstand halt, oder Platz halt einfach dann zum Schluss irgendwie, so zwischendrin einfach mal. Oh jetzt kommt Mann. Die Birne, jetzt kommt die Mandel, jetzt kommt ein bisschen Karamell. Ich lalala, lalala, ends geil. What the fuck? Ends gut. Geile Schokolade. Ich nehme die mit, okay. Nimm, was du willst, Mann. Alter, Leute. Schau mal an, oder? Alter, der Birne, krass. Leute. Ohne Scheiß, die hier, Nummer 4. Birne, Brownie, bis hier die Birne erwischt. Dann ist krass. Ja. Ist so lange, bis deine Birne erwischt. Ja, ich werde die holen. Mit Brati zusammen. Jokolade. Ich weiß nicht, ob der Text hinten stimmt, aber ich höre sowas so herzensangelegend. Ich feiere sowas entrad. Und ich glaube ihm. Joko ist ein cooler Typ, oder? Ja, ich glaube ihm. Er ist ein sehr cooler Typ. Ja. Ich finde den anderen Kleinen noch krasser, Klaas. Ich finde ihn eigentlich noch ein bisschen krasser als den anderen. Oder? Egal, es geht um die Schokolade. Achso, ja, stimmt. Wir können über Klaas gehen, wenn der auch ein Produkt rausbringt. Klaas, ich werde es kaufen. Nummer 4 ist meine Nummer 1 auf jeden Fall. Ja. Wirklich geschmacklich sehr gut. Ich bin kein Fan von dunkler Schokolade, aber die hat es mir wirklich angetan. Die ist nicht zu herb, nicht zu bitter. Wirklich geiler Geschmack, ja. Nummer 2, die mit der Banane. Ja, auch. Wirklich, ja, auch sehr lecker. Und ich muss halt sagen, die anderen 2 auch sehr lecker, aber die teilen sich halt dann so den dritten und vierten Platz einfach. Die anderen 2 sind nicht schlecht, aber nicht außergewöhnlich. Die 2 waren jetzt echt außergewöhnlich. Die waren wirklich außergewöhnlich. Von den Geschmäckern her wirklich top. Probiert es aus, wirklich, ja. Wir labern nicht, ja, sondern wir meinen es ernst. Irgendwie nicht. Momentan halten wir echt alles, aber ja. Ungelogen, es schmeckt echt alles. Es ist wirklich sehr gut. 3 Euro ist ein guter, stolzer Preis, sage ich jetzt mal, aber es lohnt sich. Das ist halt eine Schokolade, die man genießt und nicht reinfuttert, ja. Geschmacklich top. Kuss geht raus, Joko, das war's von uns. Klaas, wir warten auf deine Produkte. Ich hab gerne noch einen Kontakt, ob ihr das schon probiert habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Ciao.